Also heute gibt es mal was ganz anderes beim Hanje. Und zwar, ich habe eine Bilderschau gemacht und dazu, das hat mal ein bisschen gedauert, habe ich meine Frau dazu überredet, dass sie ein Gedicht, das sie selbst erstellt hat, jetzt mal vorträgt. Viel Spaß dabei. Weihnachten. Weihnachten, das Fest mit Lichterglanz. Im Ofen brutzelt die Weihnachtsgans. Die Stube ist hübsch angerichtet, die Geschenke unter dem Baum geschichtet. Aus dem Lautsprecher tönt ganz sacht die Melodie von der stillen Nacht. Unsere Herzen werden warm und weit. O, welch gnadenreiche Zeit! Es versammelt sich in trauter Runde die Familie zur Abendstunde. Laut erklingen die alten Lieder, ihr Kinderlein kommet und alle Jahre wieder. Die Mutter schnuppert und wird ganz bleich, und der Vater ruft sogleich: Oh mein Gott, die Gans verbrennt! Und während nun alles in die Küche rennt, just der Baum Feuer fängt. Es flackern nicht nur die Kerzen, und Panik erfüllt nun die Herzen. Alle eilen kreuz und quer in dem Chaos hin und her, versuchen zu retten, was noch zu retten ist, während der Hund vor Aufregung auf den Teppich pisst. Aus ist es mit der schönen Pracht und auch mit der stillen Nacht. Nach einer Weile sich die Aufregung legt, das Durcheinander ist aufgefegt, der Baum ist kahl, die Gans im Müll, die Mutter jammert, der Rest schweigt still. So sitzen sie bei Wurst und Brot, ganz leis meldet sich Klein Lisa zu Wort. So schlicht und einfach, ohne Pomp und Tamtam, kam Jesus damals auf dieser Welt an, um uns Licht und Liebe zu schenken. Daran sollten wir immer denken. Der Vater nickt, die Mutter lächelt, der Hund zustimmend hechelt. Die Familie fängt an zu singen, lässt die Weihnachtslieder heller klingen. Es tönt laut und weit, O du gnadenreiche Zeit. Wir wünschen euch ein gesegnetes Weihnachtsfest Erholsame Feiertage. und einen guten Start ins neue Jahr. Bleibt gesund und munter Es grüßt euch der Honja und sei froh. und Und tschüss! tschüss.